Hallo, meine süßen Zuckerschnuten. Jetzt sind wir wieder endlich dabei und machen ein bisschen weiter bei unserer Challenge. Es tut mir sehr leid, dass das letzte Woche nicht geklappt hat, aber im Moment, ich habe so, ich weiß es nicht, ne? Aber es ist anscheinend die Jahreszeit. Ich hatte einen geplatzten Daumen. Das war an sich, hört sich das total nicht tragisch an, aber ich habe mir den auf der Arbeit, ich glaube, alle 10 Minuten wieder aufgehauen und der hat so gepocht, dass ich echt nichts anfangen konnte. Und dann war das natürlich auch noch an der rechten Hand. Jetzt war ich heute Morgen beim Arzt und habe mir eine Betäubung geben lassen, weil ich mir anscheinend irgendwie einen Nerv oder irgendwas eingeklemmt habe. Die halbe Nacht nicht geschlafen, kann mich nur so halbwegs bewegen und ich weiß auch nicht so genau. Also irgendwie ist das im Moment mit mir echt Kacke, ne? Ich habe mich wahrscheinlich zu sehr gefreut, dass ich noch nicht erkältet war. Also noch nicht so richtig, sondern nur mal so 2 Tage. Ja, aber wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Thema war Schleifchen. Und ich habe was ganz Putziges gemacht. Und ich hatte euch ja schon angekündigt, dass ich ein Upcycling machen werde. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, dass ich ganz viele von den Gorgeous-Stempeln bestellt hatte. Und ich habe mir diese Verpackungen von diesen Minis mal aufgehoben, weil ich dachte, eigentlich sind die ja echt zu schön, um die wegzuschmeißen. Ich hatte erst versucht, ob ich hier diesen Sticker abkriege, aber das war mir zu viel Gedöns. Darum habe ich da einfach oben was draufgeklebt. Und zwar habe ich jetzt einfach, also hier ist das Schleifchen, ne? Habe ich einfach Tags gemacht, und zwar immer 5 Stück, wo ich dann quasi. Also das habe ich dann so als Paket gemacht. Ich habe Restpapier dafür genommen. Meistens so Sachen wie hier. Da müsste ich noch, muss ich noch das Band dran machen. Wo ich die Bögen an sich total, also nicht schön fand, die ich nicht als Ganzes nehmen würde. Dann habe ich einfach hinten drauf, also ich habe das als Tag ausgestanzt, ein Loch reingemacht, hinten drauf Pappe geklebt, wo man was draufschreiben kann. Dann einen Kreis ausgestanzt aus derselben Pappe. Das hier, das sind diese runden Etiketten vom Action, die habe ich dann einfach mit Distress-Oxiden einfach so bepinselt. Ich kann euch das mal zeigen, sieht sehr lustig aus. So, einfach einmal drüber. Die alle bestempelt mit demselben Spruch. Das ist tatsächlich eigentlich das Komplizierteste gewesen, weil die nicht allzu groß sind, ne? Und da musste ich halt echt gucken, dass ich da einen Stempel finde, der da gut drauf passt. Aber ich finde, das ist eigentlich so ganz süß geworden hier vom Weihnachtsmann. Das habe ich dann einfach mit da drauf geklebt. Dann kommt da ein Bändchen dran und dann kommen die da rein. Hier seht ihr das ja mit den Bändern, ne? So ist das Ganze dann gedacht. Und ich finde das total niedlich. Die Idee habe ich mir eigentlich so halbwegs geklaut von meiner Mama. Wir waren nämlich auf dem Markt und die hatte einfach so Engelchen in so einer Verpackung gemacht für Leute, die ein bisschen mehr gekauft haben, so als Dankeschön. Da habe ich gedacht, naja, das eignet sich ja eigentlich echt gut. Und bei den ganzen Verpackungen, die ich habe, kann ich ganz viele Dankeschöns damit machen. Und ich fand es ganz putzig und habe bis jetzt natürlich nur die 6 Schleifchen verbastelt. Aber wie gesagt, ich werde die ganzen Verpackungen damit machen und auch überall so ein Schleifchen draufkleben, weil ich finde, das sieht einfach nett aus. So, bevor ich zum nächsten Thema komme, wollte ich euch noch zeigen, ich habe einen Adventskalender bekommen. Ist von meiner Mama. Ich hoffe, ich kriege den jetzt hoch mit meinem Krüppelarm. Guckt euch den mal an. Ist er nicht total süß? Den hat meine Mama mir gebastelt mit einem Engelchen und einem Fuchsi. Und das sind Streichholzschachteln, aber größere. Ich muss das jetzt leider mal aufmachen, Mama. So, und die sind dann gefüllt mit Leckerchen. Supi, oder? Ich fand den so niedlich. Ich mache hier am Montag mache ich meine Weihnachtsdeko. Aber ich wollte euch den unbedingt noch zeigen, weil ich den so süß finde. So, nochmal drehen. Dann kann man den halt so süß drehen. Muss sich dann halt immer die Nummern aussuchen, raussuchen. Ich fand den so süß. Ich wollte euch den unbedingt mal zeigen, was meine Mama mir so Schönes gebastelt hat. Sie hatte mit den normalen Streichholzschachteln, mit den kleinen, hatte sie 4 Stück für den Markt gemacht und die waren in den ersten 10 Minuten waren die alle 4 weg. Das war echt der Hammer. So. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Thema für nächste Woche. Und zwar geht es um Cabochons. Jeglicher Art. Also egal, was ihr da habt.
Ich habe zum Beispiel hier, das sind so Cabochons, die habe ich mir mal bestellt bei Doreen Beats. Hier sowas oder hier mit so einer Weltkugel, die waren damals im Angebot, die fand ich ziemlich cool. Dann habe ich zum Beispiel so große, die habe ich aber auch schon ein paar Mal benutzt, aber eigentlich viel zu wenig. Die finde ich nämlich sehr geil. Das sind so Fischschuppen, die so irisierend sind. Dann hatte ich bekommen von, ich glaube, von der Frau von Knatterbox, hier so ganz viel Kleinzeugs. Ich glaube, die zählen auch zu Cabochons, oder? Ich kenne mich ja mit den Begriffen nicht so gut aus. Hier mit so ganz viel Kleinkram. Davon habe ich noch gar nichts benutzt, tatsächlich. Weil ich finde die so niedlich, aber ich weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll. Und dann habe ich hier noch so große Blümchen. Ich glaube, die gab es mal bei Action oder so. Die halt auch so Cabochon-mäßig sind. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, ob Cabochon der richtige Begriff dafür ist. Also für die auf jeden Fall. Für die weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall so Teile, die man halt irgendwie mit irgendwo draufkleben kann, die aber halt nicht aus Papier sind, sondern aus anderem Material. Sagen wir es einfach mal so. So, das wäre das Thema für nächste Woche. Ich bin wieder gespannt. Ich hoffe auch, dass ich das durchhalten werde, bis nächste Woche das fertig zu machen. Ich muss mir erstmal was einfallen lassen, tatsächlich. Ja, also drückt mir die Daumen, dass nicht noch mehr Wehwehchen kommen. Es wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn ich jetzt einfach mal, wenn das jetzt einfach mal weggehen würde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich Ende der Woche nochmal mit dem neuen Alexandra Renk-Kit, das ich übrigens gekündigt habe. Also ich kriege noch zwei. Ich kriege jetzt noch das vom Dezember und das vom Januar und dann bekomme ich keins mehr, weil ich weiß, also die sind schön, ja, aber ich bestelle mir dann lieber für das Geld drei Blöcke und bin irgendwie glücklicher. Ich weiß es nicht, aber es ist irgendwie nicht so meins, weil das halt gerade auch meistens auf Kartenbasteln ausgelegt ist und ich eigentlich nie Lust habe, Karten daraus zu basteln. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber ja, es wird auf jeden Fall weiterhin Hauls geben, ist ja ganz klar. Ich bestelle ja sowieso grundsätzlich immer mega viel bei Michaela, bei Millicree. Und ja, dann verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns dann wahrscheinlich am Montag wieder mit dem Alexandra Renker Unboxing. Vorher werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein super schönes Wochenende. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Seid ein bisschen kreativ oder macht irgendwas anderes Schönes. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und Montag kommt auch übrigens das erste Video zu dem December Daily. Und mit dazu packe ich dann auch noch immer das, was in meinem Kreativbund Adventskalender war, damit ihr da auch schon Bescheid wisst. Ich will jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein Video machen. Das finde ich immer blöd für so einen Teil. Deswegen packe ich das immer mit in einen Montag und zeige euch dann, was ich da schon ausgepackt habe. So, ihr Süßen, ich fahre dann mal arbeiten. Wenn ihr das seht, bin ich hoffentlich wieder zu Hause. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.